Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Verbunker. Wir waren gerade im Stream auf der Suche, was wir noch cooles, horrormäßiges spielen können. Und dann habe ich entdeckt, dass dieses Spiel auf meiner Wunschliste sogar war. Es gerade im Angebot für 10 Euro auf Steam ist und es einfach so cool aussieht. Es gefällt mir richtig gut und das Ausschlaggebende war dann auch noch, wenn Leute irgendwie Hörstory mochten, dann werden sie das lieben. Und ich habe Hörstory schon geliebt. Es war so geil. Ich habe es so oft gespielt. Also da müssen wir das spielen. Wieder ein Spiel mit richtig echten Menschen. Und ich würde sagen, wir legen einfach los und schauen, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ich bin super gespannt und ja, wünsche euch ganz viel Spaß. Ja. Das war zum Testen. Ja, bitte. Neu. So. 3. Juli 86. Geheimer Atombunker des RGH Q England. Regierungs- und Militärpersonal. 58. Mein Geburtsjahr. Aber ich werde erst ein paar Monate später geboren. Schreit. Fängt ja schon mal echt gruselig an. I can see the head. Last push. Oh Gott. It's a boy. Atmen. Spiel ich den Jungen? Regierungs- und Militärpersonal 59. So eine Geburt ist echt nicht ohne. Ja, deswegen sag ich ja. Horror. Ich hab da schon Angst. Du bist Kerl. Verbunker. Und im gleichen Satz schreibst du, dass ich jung und knackig bin. Wegen Geburtsjacke. 30 Jahre später. Tag 10998. Aha. Ach so, 10.998 im Bunker wahrscheinlich. Ach krass. Aha. Oh. Ich kann mich irgendwie durch die Bilder durchwursteln. Ich glaube, ich mache gar nichts. Ich glaube, Moment, ich drück mal nicht. Ja, das geht schon alleine, okay. Treasure Island. You've got to say it again, John. You can't leave me alone, Mom. Oh. Still be here. Always be here. And you've got to say it again. Was sind die beiden? As long as I stick to the routine, I'll be safe. As long as I always be here. Stay in our rooms, I'll be safe. As long as I don't go outside, I'll be safe. That's it. Good boy. What time is it? We did time, Mum.
Soll ich was nehmen? Dann nehme ich natürlich Treasure Island. Buchwurm, Errungenschaft. Ich muss künstliche Umfrage bezahlen. Ein paar in den Abitronk. Und ich möchte. Oh. Mama. Last goodbye. Die Routine, von der hat er ja gerade eben schon gesprochen. Lesen. Medizinisch, Vitamine, Dosimeter, Funk, Strahlungsüberprüfung, Essen, Mutter. Tag 2. Nee, 10.109. So. Ah! So geht das. I need to take my vitamins first. Okay, also ich kann das alles so anklicken. Und jetzt überlegt er sich gerade, dass er noch seine Vitamine nehmen muss. Das kann ich ihm auf die Nase. I have to keep my vitamin B levels up. Dann nehmen wir erstmal die Vitamine, bevor wir Radio hören dürfen. I need to take my vitamins first. Ja, ist ja gut. Was sind denn seine Vitamine? Die hier. Ah! Das sind seine Vitamine. Okay. Schmeckt nicht. I can check my radiation level with the dosimeter. Mhm. Radiation is just over 70 mR. Aha. That's acceptable. Das ist akzeptabel. Also haben wir Vitamine genommen und das gemacht. Dann dürfen wir jetzt das Radio einschalten. Auf der Suche nach Stimmen. Ich frag mich gerade, ob es verschiedene Enden gibt. Der soll ja 30 sein. Ich finde irgendwie... Also ich glaube, der Schauspieler ist älter als 30. Sagen wir es mal so. Okay. Radio gehört. Radiation check. Okay. Das ist aber total cool gemacht. Klickst es an, dann kommt wirklich der Finger. Survivors 1.
Oh mein Gott, ich bin ganz alleine im Bunker. Und die Mutter ist jetzt gestorben und er ist ganz alleine da. Bunker radiation is normal. Good. Oh Mann. I need to choose dinner. Boring old beans. Again. So that makes 27 years, 3 months and 14 days of food left. Kann man auch gleichzeitig erledigen. Allein im Bunker, das verspricht Psychospaß. Oh, ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Begraben, oder? Schaut schlimmer aus, wie das Tuch hier eingefallen ist, ne? A drawing I did for Mum. Hübsch. She liked it when I read to her. Ach so, wir lesen ihr weiterhin vor. Yeah, the dry mornings were before us, but there were no sign of any wind, and the boats had gone out and manned, and the ship wrapped 3 or 4 miles around the corner of the island and up around the narrow passages to the haven behind Skeleton Island. I volunteered for one of the boats, where I had. Okay. Das heißt, wir haben auch unserer Mutter vorgelesen. Nächster Tag. Ja, ich würde sagen, heute machen wir es mal andersrum. Wir fangen mal mit dem... Nein, das geht nicht. Wir nehmen unsere Vitamine. Radiation is nearly 80 mR. It's increasing. Nimm zu, ja. Dann hören wir ins Radio. Ich bin ja gespannt, ob wir da bald mal was hören oder so, ne? Survivors, einer. Last Man Standing. Alles funktioniert normal. Wir sollten was essen. Oh, ich frag mich ja wirklich, ja, die liegt da immer noch. Will er sie nicht irgendwo... Es muss doch... The dreary mornings were before us, but there were no sign of any wind, and the boats had gone out and manned. And the ship wrapped 3 or 4 miles around the corner of the island and up around the narrow passages to the haven behind Skeleton Island. I volunteered for one of the boats. Es muss doch irgendwas geben, wo man sie verbrennen kann oder so. Okay, verbrennen ist vielleicht scheiße im Bunker. Ich weiß auch nicht, wie groß der ist, aber vielleicht kann man sie irgendwo vergraben oder in irgendeinen Raum zumindest. Ich weiß auch nicht, oh Gott.
Und wir haben wieder unsere Routine von vorne. Das wird auf Dauer übel riechend. Ja, deswegen überlege ich gerade. Vielleicht gibt es ja auch einen speziellen Verbrennungsraum so für Leichen. Ich meine, wo sind all die anderen hin, die da gelebt haben und gestorben sind anscheinend? Radiation is over 80 mR. Es wird immer mehr. Und die müssten ja auch irgendwie dann vielleicht wirklich in so einem... Oder er will es nicht. Ja, das kann auch sein. Er kann es nicht. Oh, ist auch noch der Computer... Also, ja, der Computer kaputt gegangen. Ah, shit. Oh Gott, diese kleinen Figürchen sind ja gruselig. Where is it? What do I do, Mother? Okay, wo ist unser Verfahrenshandbuch? Unterwäsche. My old diary. Uh-huh. Today is my birthday, and I have had extra peaches, my favorite. And there was a candle. Mom gave me this book and some pens. Look, here are the colors. Vera sang me a ring of roses. She said she was crying because she is happy. It's my birthday. And then she and PJ and Louie and Mum sang me happy birthday, but not too loud. I blew out the candle. This book is going to be my book about my friends. Today I will start a new friend. He will look like this. He will be a soldier because I have a general, but I need a bigger army. I've got a blot from the map room, but I had to hide. Mr. Bishop was there. He nearly saw me. He was shouting. He says I am a waste. I think he is a waste. I will make the soldier, and Mr. Churchill and Joan of Arc will tell him to fight Mr. Bishop. Genau das. Man kann ja eigentlich nicht normal aufwachsen so. We at home today. It is sort of pink and sticky. It is better than sardines, which are the worst. Mum has made my knife sharper so I can finish off doing my soldier. She says Rocky was the best at winning fights, so that's his name. I finished Rocky, so here are all my friends. Nein, aber eigentlich ist es ja ganz süß. Es ist nur ein bisschen schlimm traurig, dass es seine Freunde sind. Aber eigentlich ist es ja ganz süß, dass er hier Schnitzen gelernt hat. Ich will hier raus. So. Wir müssen den Computer reparieren. Ah. Im Handbuch steht, bei einem Serverausfall. Durchsagen, dass die Stromversorgung zu Wartungszwecken abgeschaltet wird. Sicherungskästen im Lagerraum auf Ebene 2 finden und beschädigte Sicherungen identifizieren. Ersatzsicherungen finden. Hauptstromversorgung abschalten, 10 Sekunden warten. Defekte Sicherungen ersetzen. Stromversorgung wiederherstellen. Systemcheck durchführen. Okay. Also Durchsagen wird schwierig. Wem sollen wir es sagen? Mom.
Mein Lieblingsspielzeug. Für die Arme habe ich ewig gebraucht. Er nimmt Mami mit. Okay, wir nehmen Mami mit. Und, du schaffst es schon. Du schaffst es.